Sie ist Schauspielerin, Autorin und Sängerin. Die Rede ist von Erika Pluha. Erst vor kurzem brachte sie ein neues Buch heraus. Unlängst beehrte die 82-Jährige das Satirefestival in Schwechat, um daraus zu lesen und dazu ihre selbst komponierten Lieder zum Besten zu geben. Geh deinen Weg, du spürst ihn. Wenn du noch nicht dich selber vergisst, geh deinen Weg, auch wenn er hinter dir verweht. Über Kultur, Politik und Leben. Erika Pluha brachte Ausschnitte aus ihren wichtigsten Reden und Essays. Denn immer wieder schreibt sie Reden und Artikel, meldet sich zu Wort, wenn es ihr notwendig erscheint und erhebt ihre Stimme. Außerdem wird sie immer wieder zu ihrer persönlichen Haltung in politischen Fragen oder in gesellschaftlichen Belangen befragt. Sie sind eine Frau, die viele Talente hat, Schauspielerin, Künstlerin, Schriftstellerin, Kritikerin. Wie würden Sie sich selbst beschreiben? Jetzt hast du schon so viel genannt, also gut, in einem langen Leben, ich bin über 80 Jahre alt, habe ich das natürlich alles, es war nicht, also mit der Satire habe ich eigentlich nichts zu tun, ich habe begonnen als Schauspielerin, habe immer aber mit meiner Musikalität, habe gesungen, schreibe meine eigenen Texte und habe irgendwann mal begonnen, Bücher zu veröffentlichen und eigentlich bin ich jetzt hauptsächlich Schriftstellerin, aber mit meinen eigenen Inhalten gehe ich immer noch gerne, so wie hier heute, vor einem Publikum. Viktor Frankl, dieser unerschütterlich gläubige Mann, der große Philosoph und Psychotherapeut, mit seinem Hauptwerk Trotzdem Ja zum Leben sagen. Er hat ja den Holocaust überlebt, seine ganze Familie dort verloren und ist dann in Wien mit seiner Frau wohnhaft geblieben und ist ein wirklich ganz bedeutender Mann auf seinem Sektor geworden. Er steht quasi hinter mir, wenn ich heute vor Ihnen stehe. Wenn man jetzt bei Ihnen ein bisschen zurückblickt, wie gesagt, Anfang 2000er Schauspielerin, jetzt Künstlerin, Autorin. Sie haben selber gerade gesagt, Sie sehen Sie jetzt mehr als Autorin, wie sie begonnen hat. Wenn Sie die Anfänge noch ansehen, zu heute für junge Künstler, wie war es dazumals im Vergleich zu heute? Ach Gott, es war immer schwierig, also die Schauspielerei zum Beispiel. Aber es hat erstens einmal nicht so viele Schauspieler gegeben. Es hat vor allem, und da bewundere ich junge Leute, dass die das durchhalten, dieses ewige Casting nicht gegeben. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, ein einziges Mal vorgesprochen, das war in der Schauspielschule. Und später, als ich Fernsehen gemacht habe, hat man mir das Drehbuch geschickt. Und ich habe gesagt, ja oder nein, aber das waren luxuriöse Zeiten. Es müssen sich jetzt auch schon bekannte Leute immer wieder mal müssen vom nächsten Film zeigen, ob sie es auch können. Es ist ein schwieriger Beruf und immer gewesen, aber ich glaube noch ein bisschen schwieriger geworden. Geh deinen Weg, dann weißt, um was es geht. Langsam aber sicher neigt sich das in den Sommer verlegte Schwechater Satire-Festival seinem Ende zu. Zeit, eine erste kleine Bilanz zu ziehen. Es wird ja nicht nur Kabarett hier aufgeführt, es sind ja auch Musiker hier, verschiedene Künstler, Schriftsteller. Es ist ja ein gutes Potpourri, was ja das ein bisschen auch so einzigartig macht da beim Satire-Festival. Ja, also mit der Musik haben wir erst seit 3 Jahren angefangen, dass es so immer 3 Musiktage irgendwie verteilt drinnen gibt. Und ja, es ist einfach spannend, dass man ein bisschen von jedem Genre was zeigt. Und heuer gibt es ja erstmalig auch am, jetzt muss ich schauen, ob ich das richtige Datum habe, ich glaube schon 21. Juli, kommen 4 verschiedene Damen und das sind junge Künstlerinnen und die machen ein Battle. Und wer von denen gewinnt, das bestimmt der Zuschauer. Die dürfen dann im nächsten Jahr im Satirefestival 2022 im Jänner oder Februar bei uns mit dem ganzen Programm auftreten. Und das freue ich mich schon sehr, weil wir sagen, das ist dann der erste so Halbpreis von Schwächert. Ja, was geschieht, geschieht, wer dir immer sagen, wer von dir die Wahrheit liebt. Wenn du nicht willst, dass das, was geschieht, so geschieht, geh jeder Lüge nach und rückle deinen Glauben wach. Der Auftritt von Erika Pluha war jedenfalls eines der Highlights. Erika Pluha habe ich einmal im Forum Theater gehört und gesehen und die bewundere ich schon seit ich ganz jung bin und sie ist eine Spur älter, war ich auch, aber wir mögen einander immer noch. Also ich weiß nicht, ob sie mich mag, aber ich mag sie jedenfalls sehr gern. Und die hat wirklich ganz viel drauf und das, was man bei ihr taugt, ihre Lieder haben auch immer ein bisschen einen Sinn. Und ich stehe mir eh grundsätzlich auf Musik und muss nicht immer unglaublich sinnvoll sein, aber schön ist es, wenn man so musikalisch untermalt auch ein bisschen was von Lebensweisheiten von jemandem, der wirklich viel erlebt hat und das auch auf bewundernswerte Art und Weise verarbeitet hat. Wenn man das geliefert kriegt, dann ist das ein wunderschöner Ausklang eines heißen Tages. Aber trotzdem ist mir Liebe geliehen, mich dem, was sie fordert, nicht zu entziehen. Trotzdem ist die Tat nie umsonst getan. Trotzdem, trotzdem, trotzdem.
Ich bin hier mit dem Herrn Roland Guggenbichler, der hier sitzt, und wir singen meine Lieder. Und dazwischen lese ich Passagen aus meinem letzten erschienenen Buch, und das heißt Die Stimme erheben. Und das würde ich jedem empfehlen, vor allem euch jungen Leuten, wenn es nötig ist, die Stimme erheben.